Hallöchen. Willkommen zum neuen Vlog meiner Runde. Ah, es ist ziemlich kalt draußen. Das muss ich ja mal so sagen. Aber wieder in der kleinen Siedlung hier. Oh, das Kleid ist ja groß. Aber ja, wir können mal woanders langlaufen, um gleich noch wieder zu sehen. Das ist auch schon schön. Bis später. Würde ich irgendwann demnächst mal eintreffen, ist das mit dem Streamen auch kein Problem mehr. Genau. So. Das ist übrigens, habe ich schon gezeigt, oder? Nee, ich habe das vorhin gesehen, weil es ist immer noch weiß draußen. Ja. Es hat nicht mehr geschneit seitdem, aber es ist auch nichts irgendwie großartig weggetaut. Ich war heute meine Runde nicht im Park, habe ich ja schon gezeigt vorhin. Aber es ist immer noch wunderschön. Seit 3 Tagen ist es jetzt weiß. Wahnsinn! Ich freue mich so sehr. Das soll irgendwie nachts nochmal schneien, hat meine Mutter gesagt. Mal gucken. Hallöchen. Also diese Warterei wird immer schlimmer, ne? Davon wusste ich nichts. Kann man dann. Echt blöd. Warum ist die nicht lieferbar? Oder wie auch immer. Das nervt so. Egal, wird schon funktionieren. Ja, ansonsten lese ich ab heute dieses Buch gemeinsam mit Lisette. Und wir lesen jeden Tag nur ein Kapitel. Ist wichtig, aber endlich kann ich mal die Noten meiner Trilogie lesen. Noch wenn ich keine Ahnung mehr habe, worum es endlich geht. Und erst wieder reinkommen muss. Im ersten Kapitel war es nicht so aussagekräftig. Es hat zwar schon ein bisschen aufgegriffen, aber eben nicht 100%. Aber mal sehen. Das wird schon. Denke ich mal. Die ersten beiden Wände weiß ich noch nicht, die ganz gut fand. Von daher würde das schon funktionieren. Genau. Sonst ist heute nicht viel los. Ich habe immer noch akute Unlust. Ich habe auch gestern, deswegen habe ich gestern jetzt geblockt. Und gut, Samstag war so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung. Moment. Ui. Entschuldigung. Irgendwie sind Sonntage gerade immer so reine Gammeltage. Ich hatte mich erst gefreut, durch den Schnee laufen zu können zum Postfach. Aber ich hatte keine Lust, zum Postfach zu stehen. Ich hatte keine Lust, überhaupt auf der Couch aufzustehen. Ich wollte eigentlich dieses blöde Buch auslesen. Den Thriller von Ruth Ware. Habe ich nicht geschafft. Mir fehlen noch 100 Seiten. Deswegen werde ich heute auf jeden Fall noch weiterlesen. Aber wer weiß, wie viel. Es ist einfach stinklangweilig. Wirklich stinklangweilig. Die Protagonistin geht mir so auf den Zylinder, ihre Art und Weise. Und dieses Baby darin nervt mich. Es hat darin nichts zu suchen. Einfach das Baby an sich nervt mich nicht. Aber die Art und Weise, wie sie und ihr Mann damit umgehen und ach, keine Ahnung, ganz komisch. Die Reaktion von den beiden, vor allem von ihr, ist total komisch. Weiß ich nicht. Kann ich teilweise überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Ich bin froh, dass es zu Ende ist. Und das war das einzige Buch, was ich mir dieses Jahr gekauft habe. Bis jetzt. Ich müsste mir noch ein Buch kaufen jetzt. Tatsächlich. Aber ich muss eine E-Mail schreiben. Und ich krieg's nicht gebacken, die E-Mail zu schreiben, die ich gerade alle schreiben will. Es ist nicht nur eine. Ich krieg's einfach nicht gebacken. Ich krieg mein Popo nicht in den Schreibtisch gesetzt. Das zwar schon, aber nicht diese E-Mail zu schreiben. Ich weiß nicht wieso. Aber gut. Vielleicht kriege ich es ja heute nochmal hin. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. So. Und jetzt, keine Ahnung, was ich jetzt mache. Rumgammeln. Oh. Ich sage, hochmotiviert lässt grüßen. Auf nix gerade. Und voll träge im Moment. Ich glaube, ich bräuchte ein bisschen mehr Bewegung oder so. Aber jetzt muss man sich auch aufraffen, ne? Eine Runde habe ich heute auf jeden Fall gemacht. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Ja. Keine Ahnung. Okay. Bevor ich jetzt hier noch mit Dummzeug erzähle, was keinen Sinn ergibt. Wahrscheinlich melde ich mich heute nicht mehr. Kann ich mir vorstellen. Es passiert da irgendwas Gravierendes. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder für euch in einer Sekunde. Daniel brüllt gerade, die Möhrchen sind da hinten. Hä? Ja, Frühstück am Limit. Hier, Leben am Limit mit Möhrchen.
Was? Aber ja. Weißt du, wie schwierig das war, günstige, preiswerte, große Möhrchen zu bekommen? Mann. Möhrchen? Andersrum macht es schon eher Sinn, Möhrchen? oder? Ja. Oh Mann. Was ist denn? Hab nur drei Stück geholt. Was? Hab nur drei geholt. Aha, Für die klar. Hasenkostüme. Juhu. Für Ostern. Hat du Möhrchen? Hat er Möhrchen? Jetzt hat er Möhrchen. Hat er große Möhrchen? Uiuiui. Was denn jetzt Nichts, wieder? gar nichts. Fast überhaupt null. Mach raus. Ist fertig. Meine Eltern toppen ist ja nicht schwierig. Ja, nee. Ist richtig. Geht um den Fernseher. Wenn meine Eltern sehr klein ist. Schaut mal. Denn. Da. Flimmer, flimmer. Denn. Achtung. Heute kam an. Für die Wii. Erst haben wir nur für die Wii. Über Rücken für die Switch, ne? Ist ja klar. Braucht man ja. Muss man sich erstmal klarkommen. Mia guckt auch schon. Oh, ich zitter voll. Ja, Miachen, was ist los? Ja, was ist los hier? Und letztendlich gab es auch noch Hamburger. Und der Laptop-Fernsehlieferung, genau. Was ist denn? Ich muss jetzt sein, ja. Ach, Mann und Maus. So, jetzt wird wahrscheinlich erstmal was gegessen. Und dann wird das Ding aufgebaut. Und dann wird unterbrochen. Ja, ich muss hier runtergehen. Da kommt der nächste. Ich flippe ja aus. Ist denn schon so weit? Nö. Nee. Okay, wir haben zu tun. Fragt nicht. Hallo. Es ist endlich gerade schlafen, geht Zeit. Ich bin im Moment sehr unmotiviert, aber, und da ist die Wii. Wenn ich nicht gerade unmotiviert bin, spiele ich Animal Crossing auf der Wii. Oder auf dem Handy. Oder beides, parallel. Ja, ansonsten bin ich wirklich sehr unmotiviert gerade. Ich habe nicht mal ein Schreibtagebuch die Woche gedreht, weil einfach nichts war. Es war einfach nichts. Außer eine Sache, aber die möchte ich gerne erstmal den VIPs. Oder habe ich denn den VIPs in dem Fall, wenn ihr es schon, wenn ihr dieses Video seht, habe ich den VIPs schon vorgestellt. Von daher habe ich sonst nichts zu berichten, aber es wäre blöd, wenn ich das beides gleichzeitig mache. Und von daher habe ich mich entschlossen, diese Woche gibt es kein Schreibtagebuch oder gab es kein Schreibtagebuch. Ja. Nächste Woche definitiv wieder. Das steht fest. Es war bloß eine Ausnahme, dass es keins gab. Weil es einfach nichts zu berichten gab. Was soll ich denn erzählen, wenn ich nichts habe? Also, nix. Das gab's auch noch nicht, aber ja. Die Woche ist einfach mal so ein bisschen blöd. Es ist mal wieder so eine Zeit. Und ich glaube, das hatte ich letztes Jahr auch zu der Zeit gehabt. Da habe ich angefangen, meine Runden zu machen, dass ich einfach so absolut lustlos bin und einfach so richtig unmotiviert. Ich habe heute immerhin drei E-Mails geschafft zu schreiben, die ich schon längst schreiben wollte. Auf der einen habe ich noch keine Reaktion, auf zwei keine Reaktion bekommen. Und ich habe einmal Lens Best angeschrieben, weil ja meine, ich habe es gleich erzählt, dass mir eine Kontaktlinse kaputt gegangen ist oder sie war noch relativ neu. Da hat sie einen Riss gehabt und dann habe ich jetzt endlich mal angeschrieben, weil ich ja schon mal eine fehlende hatte. Und da habe ich auch Ersatz bekommen, habe gefragt, ob ich dafür auch Ersatz bekommen könnte. Und ja, sie haben als eine Linse ein DHL-Paket geschickt. Kommt wahrscheinlich mir morgen an, gehe ich davon aus. Eine Linse. Eine. Okay. Also ich gehe mir davon aus, dass eine ist, selbst wenn es ein Päckchen ist mit allen mit sechs Linsen, was ich nicht glaube, da wäre das trotzdem noch viel, weil es ist einfach mal kein Umschlag reingepackt werden. Naja, egal. Das soll nicht mein Problem sein, aber ich bekomme einen Ersatz und das finde ich schon mal schön. Dann habe ich für nächstes Mal noch genug Linsen und muss dann erst welche bestellen. Genau. Ja, dann brauche ich Nachschub. Ja, ansonsten war heute wieder ein Häkelstream, wo irgendwann auf meinem Bauch angefangen hat zu knurren, wie blöde, weil ich das letzte Mal was um 10:30 gegessen habe. Also, ja, schon ein Moment her gewesen. Und danach habe ich erst was gegessen. Und ich denke mal, also nächste Woche ist auf jeden Fall nochmal mit Schneemännchen und ich weiß nicht, wie weit ich dann komme. Ich bin jetzt beim letzten Schneemännchen von den vieren.
Und ich weiß nicht, ob ich die nächste Woche schon fertigstellen kann. Ich glaube nicht, weil ich ewig brauche für irgendeine Sache. Also mir ewig dauert. Also viel, viel länger, als ich gedacht habe, dass es länger dauern würde. Und das sogar, obwohl ich in den Leck was mache. Aber ich habe die beiden anderen Schnittmännchen, also eins fertig gehäkelt und zusammengenäht. Und das andere mit einem großen Schnittmännchen auch fertig zusammengenäht. Ich kann nicht schlecht mit beiden zeigen, wenn ich euch, wenn ich viel drüber gehe. Genau. Das ist schon mal fertig. Das heißt, es ist wirklich nur der letzte, der gehäkelt wird. Wo wir gerade bei Schneemännchen sind. Ja, es hängt alles immer noch. Und es wird auch dieses Wochenende nichts mehr werden. Vielleicht kann ich mir überreden, dass er am Freitag was macht. Ja, wer weiß. Ja, es ist auch eine komische Situation, dass Daniel eben auch zu Hause arbeitet. Also daran muss man sich auch noch gewöhnen. Es wird aber wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, es wird immer im Wechsel sein. Eine Woche ist er zu Hause, eine Woche auf Arbeit, sodass immer einer aus dem Büro nicht da ist. Also dass immer nur einer im Büro sitzt. Mhm. Genau, so sieht's aus. Ja. Ja, sonst gab es noch irgendwas, weiß ich nicht. Also ich musste ja gestern auf dem großen Fernseher das Wii-Spiel spielen, weil der Fernseher hier, der da, hatte keinen entsprechenden Anschluss für die Wii, weil die Wii einen ganz alten, uralten Anschluss hat, irgendwas. Da musste erstmal ein Adapter bestellt werden, der kam heute an, deswegen konnte ich heute hier spielen. Ja. Und ich habe gestern hier im Fernsehen geguckt, auch witzig, ich war im großen Fernseher und er war hier. Ja, also was heißt Fernsehen, Netflix, ne? Genau. Ja, so weit, so deutsch. Ich glaube, mehr gab es jetzt nicht. Wie gesagt, ansonsten, ich mache zwar meine Runden, aber ansonsten bin ich super unmotiviert. Aber es ist halt wieder, ich glaube wirklich, dass ich wollte schon mal nachgucken, meinen alten Vlogs vom letzten Jahr, weil da habe ich es auch irgendwie gesagt. Ich wollte noch mühleträge bleiben. Ich will auch ab morgen hoffentlich, wenn meine Bauchschmerzen weg sind, hier wie fit wieder reinmachen, dass ich da auch wieder ein bisschen sportel. Für mich reicht das wahrscheinlich aus, wenn ich, also zumindest hat mir das immer sehr gut geholfen, wenn ich hier einfach auf der Stelle rumhampel. Und wie ist es, ja, so spielerisch motivierender als diese anderen komischen Übungen. Und es geht ja einfach nur darum, dass man sich bewegt. Genau. Ja. Und das mache ich ja eben nicht. Ich sitze jetzt hier, ich habe mein Lager dahin gebappt, ne, damit ich da irgendwie sitzen kann. Mit Anlehnen ist noch blöd. Der Fernseher wird auch an die Wand kommen. Der Spiegel muss dann leider weichen. Aber den will er wahrscheinlich hier anhängen an die Wand. Also hier. Da so. Hoffe ich. Also weg soll er auf jeden Fall nicht. Das möchte ich nicht. Weil ich den Spiegel sehr gerne mag. Ich weiß noch nicht wirklich, aber er könnte hochkant hängen, glaube ich. Ich glaube, bei Ikea hängt der auch hoch kann. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich bin wirklich nicht sicher. Ja, aber ich will auf jeden Fall nicht weghaben, weil ich finde ihn toll. Und der passt hier wunderbar rein. Genau. Und jetzt sieht man ihn halt nicht mehr. Ja. Ich glaube, das war es jetzt wirklich. Ich überlege nochmal, aber ich glaube, das war es jetzt wirklich. Einfach nur mal ein bisschen zusabbeln, was so gewesen ist. Und mich entschuldigen, dass ich mich selten melde, weil ich einfach für alles unmotiviert bin. Und wie gesagt, wenn ich nicht unmotiviert bin, oder beziehungsweise das Einzige, wozu ich gerade wirklich Lust habe, nicht mal lesen, das ist gerade auch, ja, ich lese damit, ich lese gerade das Buch der Zeit im dritten Band, aber nur ein Kapitel pro Tag. Und ja, sonst lese ich gerade auch gar nicht, was doof ist, aber ich guck mal. Ich am Wochenende ein bisschen was lese, heute war sowieso, ne? Alles durcheinander. Da war kaum Zeit für irgendwas. Durch den Streamer. In der Woche ist halt immer ein bisschen schwierig. Morgen ist wieder mehr Zeit. Mal gucken, wie es dann aussieht. Und dann ist auch schon Freitag. Und dann ist sowieso wieder mehr Zeit. Genau. Ja. So sieht's aus. Und ich habe natürlich wieder völlig verpeilt, dass ich meinen Kalender umstellen muss. Den habe ich vorhin umgestellt. Man sieht den jetzt im Dunkeln wahrscheinlich nicht. Moment, ich mache Licht. Hey. Da ist es. Guck doch mal, so ein ganz schwarzes. Voll putzig. Und da oben voll putzig. Ja, ja, ja. So.
Jetzt zeige ich mal die Schneemännchen. Übrigens ist hier wirklich Schneemann-Parade, weil Olaf sitzt hier auch noch rum. Das Katzenspielchen. Ja. So, also. Er wurde jetzt fertig. Den habe ich ja ausschließlich im Stream gehäkelt. Und er ist jetzt fertig. Eigentlich hätte er hier so ein Muster drauf. Ich bin glücklich gescheitert beim Aufsticken. Und eigentlich hat er hier vorne auch Knöpfe. Ich habe keine Knöpfe. Also ist er jetzt wie er ist. Und ich finde ihn süß. Und hier ist schon mit Knäuel Nummer 4. Genau. Und hier sieht er dann, habe ich euch schon mal gezeigt. So aus. Ja. Und ich finde dieses Gesicht allein schon so süß. Genau. Nur bei der Mütze und bei dem Schal, dieses streifige Muster da. Da habe ich schon ein bisschen Bammel vor, weil ich das schon mal, ich glaube, das ist das gleiche, was ich schon mal gehäkelt hatte. Für meine Nikolaus, glaube ich, ist das Ding hier. Ich kann euch sogar zeigen, weil es hier liegt. Das hier oben. Und es ist nicht ganz so gut geworden. Von daher bin ich gespannt, ob das wirklich das gleiche ist oder was anderes. Wir werden es feststellen. Okay, dann verabschiede ich mich für heute und gehe schlafen. Gute Nacht. Klar, musste ja noch kommen. Schmerzen, also Migräne gedönse habe mit Übelkeit, warum würde ich sagen. Reden ist gerade auch nicht. Oh, ist richtig kalt auch. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, schön. Jetzt hätte ich Zeit zum Spielen. Habe ich auch schon gespielt. Aber ich würde gerne weiter spielen wollen. Aber das geht nicht. Selbst das funktioniert nicht. Ich kann erst nur hier sitzen, Wasser trinken und hoffen, dass es weggeht. Jetzt nicht mal Zeit zum Schlafen gehen, das ist gerade mal 6:30. Gleich 6:30. Ja. Mal gucken. Ich hoffe, es geht schnell weg, obwohl es ja schon eine Weile da ist. Ich weiß nicht, seit
Stunde, zwei Stunden. Jetzt ist es gerade halt ein bisschen sehr doll. Wobei es eben noch doller war. Also von daher ist es schon wieder ein bisschen besser geworden. So, nur weggehen. Dann hat sie so ein Müll bloß ausgedacht. Okay, ich warte mal ab. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen spielen kann.